Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Diembacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T. Heute, liebe Over 50 Männer und Damen, Damen und Männer, hier habe ich meinen kleinen Spickzettel. Ich habe vieles zu berichten zum Thema Fitness Over 50 und heute sind wir beim spannenden Thema angelangt, Unterschied zwischen über 50-jährigen Männern und über 50-jährigen Damen. Was ist da der Unterschied? Gibt es da einen Unterschied? Muss man was berücksichtigen als über 50-jährige Frau, als über 50-jähriger Mann? Muss man dann was grundsätzlich Unterschiedliches machen? Was gibt es zum Berücksichtigen? Gute Frage. Grundsätzlich, das Gewebe von Männern und Frauen ist ähnlich strukturiert. Das heißt, ein Bizeps einer Frau ist ein Bizeps. Das ist der hier. Eine Schulter einer Frau ist eine Schulter. Die Po-Muskulatur ist die Po-Muskulatur, die Bauchmuskulatur ist die Bauchmuskulatur. Und die unterscheidet sich mal grundsätzlich von der eines Mannes überhaupt nicht. Was unterschiedlich ist, ist natürlich, dass Frauen oftmals andere Problemzonen haben. Das heißt, die Frauen haben öfters mal eher den Po, die Oberschenkel im Fokus und den Bauch natürlich auch, aber am Bauch ist oftmals die Problemzone bei den Ladies nicht ganz so hoch. Das ist eher bei den Männern. Die Männer haben über 50 meistens das Problem des abdominalen Fettes. Jetzt schmeißen wir mal mit Fremdwörtern um uns. Abdominales Fett ist natürlich das sogenannte Bauchfett, das unschöne Bäuchlein, was den über 50-Jährigen manchmal bei der Seitenansicht einen Strich durch die Rechnung macht. So, das ist grundsätzlich der Unterschied und natürlich auch nochmal ein hormoneller Unterschied. Frauen haben bei weitem nicht die Testosterone wie Männer. Männer haben natürlich auch hoffentlich nicht die Östrogene, deswegen unterscheiden sie sich auch, deswegen sind Frauen weiblich und schön und deswegen sind Männer, genau. Dann ist natürlich auch noch so, dass die Männer meistens in den meisten Fällen, Ausnahmen bestätigen die Regel, dass natürlich Männer in der Regel etwas mehr Muskelmasse haben und somit verbrauchen die Männer natürlich auch pro Zeiteinheit mehr Energie. Das heißt, Männer könnten letztendlich ein bisschen mehr essen und ist auch meistens so, auch wie die Frauen, weil der Stoffwechsel bedingt durch größere Muskulatur mehr verbraucht. So, das wären jetzt mal so die einzelnen Unterschiede. Und jetzt kommt das Wichtige, gibt es dann aber einen Grund, warum eine Frau grundsätzlich anders trainieren sollte wie ein Mann? Nee. Es gibt, was den Organismus anbetrifft, sicherlich keinen Unterschied, warum unbedingt eine Frau mit anderen Übungen, mit anderen Trainingsplänen trainieren sollte. Gibt es so nicht. Klar hat die Frau natürlich mehr einen Fokus auf den Po, auf die Beine, natürlich auf den Bauch, aber eben weniger auf den Bauch. Das heißt aber nicht, dass man sagt, okay, jetzt muss ich unbedingt ganz viel mehr an speziellen Übungen machen für die Frau. Die kann auch fast die gleichen Übungen machen wie der Mann. Wichtig ist natürlich, dass der Körper an den Zonen Körperfett abbaut, das Volumen verändert. So, und das geht natürlich, indem die Lady das gleiche macht wie der Mann, indem sie natürlich auch darauf achtet, dass sie hochintensiv trainiert, dass sie im Kraftausdauerbereich arbeitet, genauso wie im Krafttrainingsbereich. So, jetzt kommt wieder das Stichwort für Frauen, Krafttraining. Jetzt fällt der ein oder andere Lady schon ein bisschen die Augen nach unten und sagt, um Himmels Willen, ich will doch keine Muskelmasse haben. Ich will doch nicht aussehen wie ein Mann. Liebe Damen, nochmal, ihr kennt das schon, das ist mein Schildchen. Achtung, aufpassen, jetzt wird es interessant. Erstes Mal, über 50 kann natürlich die Lady nicht mehr ganz so viel Muskelmasse aufbauen. Da ist es fast schon wichtig, überhaupt mal die Muskelmasse zu erhalten, dass keine Flöten geht. Und wenn dann tatsächlich bei euch Ladies die Muskelmasse etwas steigt, dann reden wir hier nicht von Dingen, dass sie irgendwann aussieht wie ein Schrank. Definitiv nicht. Wenn das in einem Jahr, weil ihr noch nie Sport gemacht habt, weil ihr natürlich noch nie irgendwelche Reize an den Muskel abgefeuert habt, bei
ein Kilo Skelettmuskelmasse liegt, dann ist das sehr, sehr, sehr gut. Und ein Kilo, habt ihr schon mal ein Kilo Steak gesehen? Das ist relativ klein. Im Verhältnis dazu, wenn ihr dreimal in der Woche Krafttraining ausübt, intensives Krafttraining, dann seid ihr in der Lage, dafür aber 5 bis 6 bis 7 Kilo Körperfett im Jahr abzubauen, je nachdem, wie schwer ihr vorher wart. Also, ihr tauscht ein Kilo Muskelmasse gegen 6, 7, 8, vielleicht sogar 10 Kilo Fett. Ja, Entschuldigung, wenn das kein geiler Deal ist, dann weiß ich nicht. Also, Ladies, bitte keine Angst vor Muskelaufbau müsst ihr überhaupt nicht haben, sondern das ist wünschenswert, es ist extrem gut. Eine gute Muskulatur, eine funktionierende Muskulatur, die gibt einfach alles, die verbrennt mehr Fett, euch ist wärmer und, jetzt kommt's, ihr seht auch noch viel besser aus. Ja, es fühlt sich auch alles viel besser an, weil das Gewebe schön straff ist und weil sich das gut anfühlt, liebe Damen. So, nochmal, also, keine Angst vor Krafttraining, keine Angst vor ein bisschen Muckis und so das ganz spezielle Krafttraining für Frauen, wo alles ganz anders gemacht werden muss wie bei Männern, das ist so nicht, was ihr sicherlich machen müsst. Ihr braucht einfach wesentlich länger, um die gleiche Menge Fett abzubauen beim Mann. Das ist sicherlich wahr, aber das bedeutet natürlich für euch, Gas geben, ran und nicht vergessen. Es geht nur, wenn ihr die Küche mit dem Bord nimmt. Die Küche ist ganz wichtig. Also, ich hoffe, dass ihr jetzt schon ein paar Infos bekommen habt in der kurzen Zeit. Für mich ist wichtig, für mich ist ganz wichtig, unten hat es Bemerkungen. Und in die Bemerkungen, da dürft ihr was reinschreiben. Ich bin glücklich und froh und freue mich über jede Anregung, über jeden Kritikpunkt, der konstruktiv ist und vor allem, indem ihr vielleicht einfach mal reinschreibt, wie es bei euch funktioniert. Wie läuft es bei euch? Was hat sich getan? Over 50, Einstieg in den Fitness-Lifestyle. So, das war's. Andreas Lienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T, bald wieder mit der nächsten Folge zum Thema Fitness over 50. Ich freue mich. Macht's gut. Bis dann. Ciao.